Unabhängigkeitstage werden normalerweise begangen, um daran zu erinnern, wann und wie ein Land einst unabhängig wurde. Der Schützenbund hat diese Gepflogenheit nun umgedreht. Unter dem Motto, jetzt hat er in Meran einen Tag organisiert, an dem überlegt wurde, wie und Südtirol unabhängig werden könnte. Südtiroler Parteien, aber auch Abordnungen aus anderen europäischen Regionen präsentierten vor Volksfestkulisse ihre Vorstellungen von Freiheit und Unabhängigkeit. Der Meraner Sandplatz war heute ganz in der Hand von Menschen, die mehr Unabhängigkeit vom Zentralstaat wollten. Von der Selbstbestimmung bis hin zur vollständigen Abtrennung. Ein Vertreter aus Flandern in Belgien brachte es auf den Punkt, es ist wie in einer Zwangsehe, die Regierung des Zentralstaates ist die böse Schwiegermutter. Das Thema Unabhängigkeit ist zwar politisch, in Meran ging es heute aber mehr zu wie bei einem Volksfest. Durchaus gewollt, denn auch auf Festen wird politisiert. Die Schützen, die das Ganze organisiert haben, sind zufrieden. Wir sind schon zufrieden, dass so viele Völker teilnehmen, dass es uns wirklich gelungen ist, die Unterschiede, die auch in unserem Land zu spüren sind, zwischen Sprachen, zwischen den Kulturen und auch zwischen den einzelnen Parteien und Verbänden, dass wir die überwunden haben und heute alle hier beisammen sind. Mit Informationsständen waren alle deutschen Parteien Südtirols vertreten. Auch der autonome Südtiroler Gewerkschaftsbund war anwesend. Und an diesen Ständen wurde viel diskutiert, sei es über Vollautonomie, los von Rom oder Selbstbestimmung. Dazu waren noch andere Völker gekommen, die nach Unabhängigkeit streben. Schotten, Basken, Flandern, Isländer, Tibeter und Katalanen. Wir glauben, dass unser Kampf nicht nur eine rein innerstaatliche Angelegenheit ist. Es gibt Millionen EU-Bürger, die ihr Recht auf Selbstbestimmung nicht ausüben dürfen. Es ist also nicht nur ein Anliegen dieser Minderheiten, sondern aller demokratisch gesinnter Menschen. It's actually a concern of Germans, of Finnish, of all European citizens. Auch aus Italien kamen Gäste. Triest fordert Unabhängigkeit. Und aus dem Veneto kam eine Gruppe in historischer Militäruniform. Wir sind für eine Selbstbestimmung, die aus unserer Geschichte, Kultur und unserer Tradition entspringt. Wir müssen davon für die Zukunft lernen. In einem Europa der Völker, in dem alle mit gleicher Würde leben. Das ist auch der Grund, warum die Schützen diesen Tag organisiert haben. Wir wollen in Meran mit anderen Völkern zusammen aufzeigen, dass das Freiheitsgefühl und dass das Unabhängigkeitsgefühl und das Streben danach etwas Positives ist. In ganz Europa ist es was Positives und manchmal hat man das Gefühl, dass in Südtirol das nicht so empfunden wird. Auffallend viele junge Menschen waren auf diesem Unabhängigkeitstag. Ein gutes Zeichen für all jene, die für mehr Freiheit für Südtirol kämpfen. Und zum Glück sind die Minderheiten in Europa nicht in der Situation, in der sich Tibet befindet. Denn in Europa ist die Selbstbestimmung ein Recht, oft nur auf dem Papier. Aber die Zeiten sind vorbei, in denen man für dieses Recht nicht eintreten darf.